begrüßen und dann setze ich mich bei eins wieder runter. Genau. Oh ja, das Mikrofon. Gott zum Gruß. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid zum ersten Vortrag, glaube ich, in der Kirchentagswoche Montag. Das ist sehr nett, dass ihr den Arbeitseinsatz im SMH für uns unterbrochen habt und danach fröhlich weitermacht. Wir, Sebastian und ich, stellen euch die Johannische Musikstiftung vor. Das ist nicht nur Sebastian, der dort mitmacht, sondern wir sind ein Team von sechs, sieben engagierten Brüdern und Schwestern. Wir haben diese Musikstiftung letztes Jahr zu Pfingsten gegründet. Und das Ziel der Musikstiftung ist, jungen Leuten Musik näher zu bringen. Und zwar dadurch, dass wir verschiedene Musikinstrumente zu sehr günstigen Preisen vermieten. Und damit wollen wir nicht nur junge Menschen ansprechen, sondern wir sprechen auch Junggebliebene an. Wir haben ein großes Repertoire von Musikinstrumenten und wollen damit das Interesse an Musik fördern und letztendlich auch die Johannische Kirchenmusik in Zukunft mit unterstützen. Wieso eine Stiftung? Wir haben uns gedacht, mit einer Stiftung können wir diesen Zweck besonders gut erfüllen, denn die Stiftung, so ist es gesetzlich vorgesehen, hat ihr Stiftungskapital, darf dieses nicht angreifen, sondern lebt lediglich von den Zinsen und den Zinserträgen. Und die Zinsen sind im Moment sehr niedrig und dennoch bekommen wir ungefähr 300 bis 500 Euro jedes Jahr an Zinserträgen. Damit kann man Musikinstrumente reparieren. Ich sage mal, mit den 500 Euro schaffen wir so ein bis drei Instrumente zu reparieren und wieder in Gang zu bringen und der Vermietung zur Verfügung zu stellen. Ja, und welche Instrumente es gibt, das erzählt euch Sebastian. Ja, vielen Dank, Jan. Das ist Jan Behrendt Holzapfel, weil er schon mal mich vorgestellt hat. Und ich darf und möchte euch jetzt einen kleinen Einblick geben in Musikinstrumente, die uns gespendet wurden. Ich mache das gleich nochmal größer. Und zwar haben wir eine wirkliche Vielfalt von und an Instrumenten. Wir sind besetzt im Bereich der Blasinstrumente, Blech und Holz. Wir haben Saiteninstrumente, Streichinstrumente und Tasteninstrumente. Also wirklich alles dabei. Percussion haben wir auch noch mit drin. Das ist jetzt aber nicht direkt vermietet. Also wir sind in allen Bereichen gut aufgestellt. Insgesamt kommen wir auf circa 70 Instrumente. Und hier sind einmal nochmal die einzelnen Instrumente zu den Bereichen nochmal aufgelistet, 5 Trompeten und so weiter, wie ihr das seht. Also an Sopranblockflöten mangelt es nicht. An Akkordeons mangelt es uns auch nicht. Und jetzt exemplarisch mal hier ein Bild. Das ist eine Tuba, die ist gerade gelagert in der Kirche im Waldfrieden. Man sieht also, ja, sie ist spielbar, wenn wir sie aber vermieten wollen. So ein bisschen nochmal aufpoliert, Ventile prüfen und so weiter ist noch nötig, aber man kann damit schon mal gut arbeiten. Hier mal eine exemplarisch aus den Holzblasinstrumenten, eine Tenorblockflöte. Die sieht soweit schon mal wirklich gut aus. Dann haben wir diverse Akustikgitarren. Hier auch nochmal ein kleiner Einblick, wie das da so aussieht. Jetzt hier auf der von euch aus gesehen linken Seite. Nur eine kleine Übersicht so. Und wir bekommen also gute Instrumente wirklich, aber auch interessante Sachen, die dann eher nicht verwendet werden können. Einfach mal ein kleiner Schmunzler, sowas. Auch landet bei uns und darf gesichtet werden. Und ihr seht schon, das ist dann eher für Kunst oder vielleicht, wenn man mal einen Musikraum hat, zum Ausgestalten.
Dazu noch eine kleine Anekdote. Ich habe bis vor kurzem noch im Lindenhof der Friedenstadt gewohnt. Und vielen Dank für die sehr engagierten und mitdenkenden Geschwister, die dann also auch voller Begeisterung mich besuchten in meiner 30 Quadratmeter Wohnung mit den Instrumenten und voller Freude mir ihr Instrument für die Stiftung überreichten mit der Anmerkung, das ist jetzt hier eine wunderschöne Querflöte für die Musikstiftung. Alles Gute, viel Spaß damit. Ich sage herzlichen Dank. Ich schaue noch mal kurz rein. Ich öffne den Kasten und sage, Mensch, das sieht aus meinem Verständnis eher aus wie ein Billardkö. Und jawohl, so war es. Der Musikstiftung wurde ein Billardkö geschenkt. Also das sind so die lustigen Dinge, die wir da erleben. So, das also hier mal aus diesen Instrumenten, das ist gezeigt, um auch zu signalisieren und den Geschwistern die Angebote zu geben. Ja, diese Instrumente sind da, diese Instrumente können gemietet und geliehen werden. Was ich da noch ergänzen möchte, sollte ein spezieller Wunsch sein oder eine gewisse Förderung, Unterstützung sein von Sachen, die hier nicht aufgelistet sind. So kann die Musikstiftung auch sich umschauen und auch bestimmte Neuanschaffungen oder Erwerb auch tätigen. Also es wäre schön, wir könnten aus den Instrumenten hier Interesse wecken, dass diese geliehen werden. Aber das heißt nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Ich würde gern direkt weitermachen und zwar direkt zum Vorhaben. Was ist mit den Instrumenten jetzt der Stand? Was ist da zu tun? Wir sichten also die Instrumente, wie ihr gerade gesehen habt, und prüfen, sind diese denn wirklich zu gebrauchen? Weil wir es uns, wenn wir alles dankend annehmen und dann wissen wir nicht mehr, wohin mit dem verstauen. Wir müssen also hier auch gut aussortieren. Dann brauchen wir weiterhin auch Fachexpertise. Ich bin kein oder von uns ist keiner Instrumentenbauer, um jetzt da wirklich speziell Werte bei den Instrumenten zu ermitteln und Feedback zu geben, inwieweit sich Reparaturarbeiten lohnen. Manchmal ist es wirklich so, man würde mehr reinstecken, als das Instrument an Wert hat. Also wir müssen das prüfen, dann gegebenenfalls reparieren oder auch bei Sachen, die unpraktisch sind, schauen, wie wir die verkaufen können, veräußern können, um dann Kapital für die Stiftung zu erhalten. Andernfalls dann die Entsorgung. Bleib gleich mal bei den weiteren Schritten zu den Instrumenten. Wir sollten zeitnah, also wir haben die Instrumente ganz gut jetzt gesichtet und haben da schon ungefähre Anzahl und können auch sagen, wie die gut gelagert werden. In den weiteren Schritten müssen wir Kontakt aufnehmen und einen Austausch suchen mit dem Schulvorstand. Wir haben nämlich viele Instrumente in der Schule der Friedenstadt gelagert. Und wenn wir da also noch, wenn wir da eben noch klären könnten, wie wir die Instrumente dort lagern und was für Möglichkeiten da bestehen, auch fürs Schulkonzept kann man da Unterricht anbieten, dann wäre das gut, da gemeinsame Wege zu finden. Ach ja, okay. Ich komme jetzt mal zum Punkt, wie kann man die Instrumente mieten? Was muss man machen? Man kann beispielsweise Jens Lehmann oder mich oder auch Stefan Müller, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ich weiß nicht, inwieweit seine Zeit da zur Verfügung steht, aber auf jeden Fall kann man uns ansprechen, eine E-Mail schreiben, irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen. Man kann direkt eine E-Mail schreiben an musikstiftung@johannische-kirche.org und da sein Interesse bekunden. Dann haben wir hier einen, sieht man nicht direkt hier, Formular, was dann ausgefüllt wird. Und zwar trägt man dann hier entsprechend alles ein. Name, Anschrift. Dann tragen wir eben ein, wie das Instrument heißt, was wir dazu mitverliehen ist. Tragen hier in Absprache die Leihkosten ein und dazu zu den Kosten. Genau, sagt Jan gleich nochmal was. So sieht dann so ein Vertrag aus, der zwischen dem Instrumentenleiher und der Musikstiftung abgeschlossen wird. Haben wir jetzt nochmal die Kosten? Ja, ich würde Jan nochmal bitten, was zu den Kosten zu sagen. Das, genau,
Unser Interesse ist, Hürden zu senken, um ein Musikinstrument zu spielen. Also wir möchten wirklich alles möglich machen, um junge Menschen an ein Instrument heranzuführen. Und hier sollen hohe Anschaffungskosten für neue Instrumente oder Anschaffungskosten für gebrauchte Instrumente nicht im Wege stehen. Und daher gestalten wir die Mieten in der Regel so, wir schauen uns an, was kostet das Instrument bei einem kommerziellen Verleiher. Also beispielsweise so Trompeten kosten so 30, 40 Euro pro Monat. Und wir verlangen in der Absprache mit Sebastian einen deutlich geringeren Beitrag, also 5 Euro im Monat, 7 Euro im Monat. Wir wollen das wirklich so günstig wie möglich machen. Und wir haben noch ein zweites Interesse. Instrumente, die gelagert werden, werden nicht besser. Also wir setzen wirklich alles daran, dass alle unsere Instrumente bald gespielt werden, benutzt werden und letztendlich dem Spieler auch eine Menge Freude bereiten können. Und bei den Kosten finden wir immer einen Weg, das leistbar zu machen. Jawohl. Ihr könnt euch informieren und Kontaktsachen auch noch mal raussuchen über die Internetseite der Johannischen Kirche. Hier mal ein kleiner Einblick, wie es da aussieht. Da gucken wir mal direkt rein. Und zwar unter johannische-kirche.org/musik/musikstiftung. Ihr kommt dort, genau so sieht das hier dann aus. Ihr kommt auch direkt über die johannische-kirche.org. Dann wir über uns, Kirchenmusik, und dann findet ihr hier auch nochmal die Musikstiftung ausgelistet. Das ist jetzt nochmal manuell einzeln ausgewählt. Dann landet ihr auch auf der Internetseite. Hier ist unser schön angefertigtes Logo, was ihr auch am Anfang gesehen habt. Text nochmal zur Musikstiftung und was wir möchten. Und entsprechend auch hier die Ansprechpartner, die E-Mail-Adresse, Bankverbindung für Spenden, wenn da ein Wunsch ist. Genau. So. Machen wir mal weiter mit jetzt den Punkt Herausforderung. Wie ihr ja schon gehört habt, ist herausfordernd wirklich die schiere Instrumentenzahl, die wir haben, wofür wir sehr dankbar sind, aber da eben auch zu gucken, die verschiedenen Instrumenten, Instrumentengruppen, die wir da wirklich alle handeln müssen und mit ihren speziellen Herausforderungen von den ganzen Blasinstrumenten, Streichinstrumenten. Wir sind ja da alle keine direkten Fachmänner drin. Wie geht man mit denen um? Was sind da die Reparaturarbeiten? Das alles zu managen, dann ist eine Herausforderung. Wir haben nicht direkt einen großen Raum in Deutschland, wo alles gelagert ist, wo alles zentral ist, sondern wir haben hier oben, sehen wir im ersten Bild, sehen wir die Lagerung in der Kita im St. Michaelsheim. Da sind einige Instrumente. Im darunterliegenden Bild sehen wir den Raum in der Schule. Also wirklich, wenn wir da nicht gut aufpassen, und hier rechts im Waldfrieden hinter der Orgel im Schrank, also wenn wir da nicht gut aufpassen, steigt uns das ein bisschen über den Kopf und wird unordentlich und unübersichtlich. Das also wirklich, das gut in den Griff zu kriegen, das ist eine Herausforderung. Und dann auch die verschiedenen Lagerorte zu koordinieren, das alles im Blick zu haben, das sind auf jeden Fall Herausforderungen. Aber schöne Herausforderung. Haben wir noch? Mehr Miete? Hast du? Ja, also ihr habt das gesehen. Wir haben viele Musikinstrumente. Wir freuen uns über weitere Zugänge aller Art. Das ist richtig. Wir freuen uns auch über Spenden. Wir freuen uns über Unterstützung. Aber im Moment, heute ist unser wichtigstes Anliegen, wir hätten gerne mehr Mieter, mehr Spieler, mehr junge, alte, altgebliebene, junggebliebene Menschen, die sich für Musik interessieren. Und wir würden gerne viel, viel mehrere Instrumente aus unserem Bestand herausgeben,
Das ist nicht unbedingt limitiert auf die Johannische Kirche, aber natürlich ist hier unser größtes Interesse daran, und dafür zu sorgen, dass diese Instrumente gespielt werden. Und wir haben dafür nicht nur einfach die Webseite jetzt aufgesetzt, sondern es gibt auch einen Flyer, den verteile ich ganz am Ende nochmal, wo wir kräftig Werbung machen wollen. Hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Flyer. Bitte verteilt den in euren Gemeinden, in euren Religionsgruppen, damit ganz viele Menschen von der Musikstiftung und den tollen Möglichkeiten etwas lernen und wissen. Ursprünglich hieß das Vortrag und Gesprächskreis. Gesprächskreis ist schwierig, weil wir das auch online übertragen. Wenn jetzt aber Fragen sind, wir können die auch gerne kurz halten, hier auch nochmal am Mikrofon auch wiederholen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, direkt an uns, gerne jetzt. Ihr könnt auch die Fragen an die Musikstiftung über die E-Mail verfassen und schicken, die ihr auf der Internetseite findet, die hier angegeben ist. Könnt ihr auch alle Fragen, die ihr habt, dahin schicken. Wir versuchen, die zu beantworten. Wieder, ja, bitte. Ihr bietet ja eine ganze Menge Instrumente an, und dazu die Frage, werdet ihr auch Musikgruppen neu gründen, wo diese Instrumente gespielt werden können? Dankeschön. Ich wiederhole nochmal die Frage für die Online-Teilnehmer. Wir haben eine ganze Menge Musikinstrumente. Und jetzt ist die Frage dazu, ob wir zudem auch Gruppen anbieten, wo diese Instrumente zusammen gespielt werden können. Finde ich eine sehr gute Idee. Wenn da Bedarf ist, gibt es sowas. Also wir haben ja die Bläsergruppe, wenn man jetzt ein Blasinstrument hat, die Big Band, die Bläsergruppe der Johannischen Kirche, da kann man mitspielen. Die Jugend könnte sich untereinander verabreden und bei Seminaren spielen. Direkt jetzt den genauen, ausgearbeiteten Plan zum Gründen von diversen Ensembles haben wir nicht. Wir haben aber auch gerade nicht die Instrumente vermietet und nicht die Spieler, wo wir jetzt sagen, daraus bilden wir dies und das. Aber sollte das eines Tages so sein, sehr gerne. Und auch in Vision und Wünschen, was noch kommt, finde ich und fände ich sowieso schön, auch neben den Blasinstrumenten, auch kirchenübergreifend Ensembles zu haben, Streichinstrumente, Ensembles. Es gibt Blockflöten an der Friedenstadt, die haben sich damals getroffen und von Sopran bis Tenorflöte auch zusammen musiziert. Also da sind keine Grenzen gesetzt, aber von uns aus gesehen können wir gerade das nicht machen, weil der Punkt noch nicht erreicht ist. Aber sehr gerne, wäre schön. Ja. Vielen Dank. Also ich wiederhole nochmal die Frage kurz zusammengefasst. Gäbe es nicht die Möglichkeit, in einem Workshop verschiedene Instrumente auszuprobieren und in Orchestergruppen hier sein Instrument zu finden? Ja, ich glaube oder wir glauben, dass die Musikstiftung insbesondere sehr gut dafür geeignet ist. Denn wir haben keine Mindestmietzeit. Also bei uns kann man die Instrumente nach einem Monat auch zurückgeben, wenn es das Falsche ist. Mag der Sebastian nicht so gerne, der muss das ganze Handling machen. Aber es geht, es ging. Ja. Und dieses Thema Ausprobieren ist uns ganz wichtig. Denn gerade junge Menschen haben ja doch verschiedene Ideen. Und bis die ihr richtiges Instrument gefunden haben, ist es teilweise eine Odyssee. Ich berichte gerne über eine Vermietung, die wir hatten. Da hat ein Mädchen sich eine E-Gitarre mal ausgeliehen, weil sie das gerne probieren wollte. Sie hat vorher schon Akustikgitarre gespielt
Und nach 6 Monaten haben wir die zurückbekommen und wir waren erst ein bisschen enttäuscht, das ist ja schade, ja. Aber es war eigentlich eine erfolgreiche Vermietung, weil die junge Dame hat sich dann ihr eigenes Instrument gekauft, eine eigene E-Gitarre. Also ausprobieren, ja, gerne. Dazu, danke schön, vielen Dank. Dazu ergänzend fällt mir auch ein, es ging jetzt, ob wir nicht auch in Austausch, wir müssen in Austausch auch treten mit der Erziehungskinder-Nachwuchsarbeit auch in der Kirche und mit den Religionslehrern und den Kinderleitern vor Ort müsste man wirklich auch gucken, wie man da gemeinsame Projekte auch gestalten kann, um genau sowas vielleicht auch mal auf einem Seminar, auf einem Workshop mit den Instrumenten, die dort zusammenzubringen und da wirklich so eine Angebote den Kindern auch zukommen zu lassen und sich dort auszuprobieren. Ja, da sind viele Potenziale und Möglichkeiten. Wenn wir die miteinander kombinieren in der Kirche, kann es wirklich, kann viel daraus entstehen. Gibt es maximale Leihfristen? Oder wenn ich jetzt an mich denke und irgendwie sage, ich habe jetzt richtig Spaß und Konflikte, dann denke ich über Jahre. Also nach oben keine Grenzen? Die Frage ist, ob es nach oben von der Leihzeit, ist es richtig, von der Leihzeit Grenzen gibt, dass wir die wieder zurück einfordern wollen? Nein, also wir sind, je länger die Instrumente vermietet sind, desto freudiger sind wir, es sei denn, die Inflation geht ins Unermessliche, da müsste man vielleicht vertraglich nochmal was gucken, aber nee, gibt es nach oben keine Grenzen und was auch noch ist, wir sprechen hier von Verleihen, ich denke auch von Käufen ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir ein Instrument da haben, was brauchbar ist und wenn Sie, du jetzt sagen, die Trompete möchte ich jetzt Jahre spielen, ich bin mit der einwandfrei zufrieden, wäre, auch wenn es wirklich langfristig ist, auch zu sagen, macht da eine Laie noch Sinn oder können wir hier Übereinkunft erzielen und dann, wir verkaufen das auch, wir müssen nicht alles bei uns immer haben, das ist dann individuell klärbar. Jawohl. Ich wiederhole, die Kinder, es ist ungünstig, Kinder unerfahren an den Instrumenten, ihnen diese sozusagen zu reichen, darzubieten und sie dann alleine sich ausprobieren zu lassen. Das muss angeleitet werden. Und jawohl, das ist richtig, das muss natürlich gemacht werden von fachmännischen Kräften. Wie hält man das Instrument? Wie geht man damit um? Wie erzeugt man Töne? Wie behandelt man das Instrument? Völlig richtig. Auch hier sehe ich wieder Potenziale, wenn man das verbindet. Wir haben tolle, gelernte Instrumentalisten und Musiker auch in der Kirche, auch von Streich bis Blech und so weiter. Und wenn wir sowas anbieten, auch der Wunsch und die Bitte, auch so eine Art Förderung als so eine Art Patenschaft oder Instrumentengruppen, Ansprechpartner, dass man das auch zusammenbringt und die Kinder da auch fachmännisch begleitet und unterstützt, auch gerade in so einem Kennenlernen. Ja, das ist unbedingt nötig und das wäre klasse. Das, ja. Die Potenziale sind da, das zu machen. Ja. Wenn die Geschwister Zeit und Lust haben, mitzumachen, ja. Oh. Noch Fragen eurerseits? Monika. Wie händelt ihr die Rückgabe nach einer Verleihung? Kontrolliert ihr dann oder bittet ihr das Instrument vorab vom Fachmann durchziehen zu lassen oder wie handhabt ihr das? Die Frage ist, wie wir die Rückgabe handhaben, ob wir das dann prüfen lassen, ob irgendwelche Schäden etc. sind oder ob wir das selbst machen. Aufgrund der Kapazitäten, die wir haben, ich kann nicht, also immer dann direkt zum Instrumentenbauer, das wäre sehr zeitintensiv. Also ich versuche vorher Bilder zu machen, mir einen Eindruck zu verschaffen. Bisher haben wir die Sachen auch noch gar nicht so lange vermietet, sodass was bisher zurückkam, eigentlich nahezu im gleichen Zustand war und das noch nicht nötig ist. Aus Kapazitätsgründen erfolgt die Prüfung nach eigenem Ermessen und
Blick werfen aufs Instrument. Alles andere ist, also wüsste ich noch nicht gerade, wie das dann zu stemmen wäre, zeitlich und finanziell. Wir haben aber auch, wie Jan sagte ja schon, mit dem Wunsch nach mehr Vermietung, du kannst ja mal nochmal eine Zahl nennen ungefähr, wo wir gerade liegen, also 3, 4, wir haben wirklich, die Zahl ist sehr überschaubar, oder? Also wir haben ungefähr 70 Instrumente im Bestand und hatten bis vor kurzem 4 Instrumente vermietet und jetzt sind es, glaube ich, 3 wieder. Also ist eine gewisse Dynamik drin, die wollen wir aber deutlich erhöhen. Gut, dann recht herzlichen Dank. Dann kommen wir auch wirklich nochmal zu den Wünschen und Visionen. Ich denke, ihr habt schon einiges gehört. Vielen Dank schon mal. Wir kommen immer so peu à peu weiter. Jetzt ist wirklich eine neue Errungenschaft, dass wir die Möglichkeit haben, die Flyer jetzt hier euch mitgeben können, dass die in die Gemeinde kommen. Das ist so das nächste Schöne, was passiert ist. Weitere Visionen, Wünsche sind, dass wir in der Schule Ordnung schaffen, dass wir die Instrumente wirklich gut lagern, ordentlich lagern, auch dass der Schulvorstand uns nicht gram sein muss, dass wir die Räume dort etwas verschandeln, sondern dass es wirklich hübsch ist, dass die Sachen auch aus der Kirche, wo es dann auch manchmal ein bisschen in den Regalen feucht ist und ein bisschen müffelt, dass das alles ordentlich und sachgemäß gelagert ist, dort auch rauskommt. Das sind so die Wünsche, dass mit dem Orchester auf, dass wir mal zusammenspielen, das ist auch so ein Wunsch, dass wir die Instrumente, die wir vermietet haben, dass die genutzt werden, um in der Kirchenarbeit, in der Musikarbeit der Kirche eingesetzt zu werden und auch die einzelnen Instrumente, könnte man wirklich auch machen mit der Musikstiftung, auch ein Konzert einmal im Jahr, alle 2 Jahre als Dankeschön für die auch günstigen Mieten, auch als Feedback oder als Danke an die das alles unterstützen, spielen. Das sind so Wünsche. Ja, wir haben keine krankhaften Visionen, sondern wirklich Visionen für die Zukunft. Wir wünschen uns, dass wirklich alle Kinder mal die Chance haben, Instrumente auszuprobieren, ihr Instrument zu finden, daran die Freude finden. Es ist eine unheimlich positive Erfahrung, ein Instrument spielen zu können, nicht nur für die persönliche Entwicklung, sondern auch einfach für das Lernverständnis, für das Hörverständnis. Und wenn die Musikstiftung hier einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, mehr Musik in die Familien, in die Gemeinden und in die Kirche hineinzubringen, dann wäre das eine ganz große Errungenschaft. Und wir freuen uns sehr über eure Unterstützung in dieser Sache. Dankeschön. Ja. Auch ich möchte nochmal meinen Dank richten an alle Mitstreiter der Stiftung. Ich muss nochmal auf Hochkant machen, dass ich das besser lesen kann. An alle Mitstreiter: Jan Behrendt Holzapfel, Jens Lehmann, Stefanie Konkel, Johannes Marek, Stefan Müller. Dank an den Schulvorstand für die Lagerung und Nutzung der Räumlichkeiten in der Schule. Danke an den Hausmeister Marc Runo, der immer auch mit viel Verständnis und auch guter Zusammenarbeit dabei ist. Danke an Nina Bese-Lustig für die grafische Ausgestaltung unseres Logos und der Flyer. Danke an die Kirche für die Unterstützung und Förderung der Musikarbeit, im Speziellen der Musikstiftung. Danke an alle Spendengeber, Interessenten und Mieter der Instrumente. Und auch danke für euer Interesse an der Musikstiftung.